Also, ich finde es absurd. Heute haben wir die jungen Nationalratskandidaten gefragt, was sie sich für die Schweizer Politik wünschen. Ich möchte einen Fokus setzen auf mentale Gesundheit und auf eine Förderung davon, auf Klimapolitik, die man dann auch wirklich so nennen kann, und auf eine Umverteilung von oben nach unten. Ja, ich würde mir wünschen, dass man den Wohlstand, den wir hier haben, gerechter verteilt. Ich wünsche mir von der Schweizer Politik, dass man endlich vorwärts kommt. Was beispielsweise die viel zu hohen Krankenkassenprämien, unsere Energieversorgung oder auch die Digitalisierung anbietet. Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr Sorge haben zu unseren altbewährten Werten wie Freiheit, Unabhängigkeit, direkte Demokratie und Neutralität. Wir können die Gesundheitsversorgung so organisieren, dass sie für alle zahlbar ist. Wir können den Wohnungsmarkt so organisieren, dass alle eine günstige Wohnung haben. Und wir können die Essensverteilung so organisieren, dass niemand an Hunger sterben muss. Ich wünsche mir für die Schweizer Politik, dass wir in Zukunft weniger polarisiert sind. Wir brauchen wieder mehr Lösungen statt Panik machen. Zum Beispiel im Gesundheitswesen, wo wir enorm hohe Krankenkassenprämien haben. Und dort braucht es endlich konkrete Lösungen. Die liegen auf dem Tisch, aber die müssen wir jetzt endlich umsetzen. Und für das braucht es ganz viel Druck in der Politik oder auch in der Energie- und Klimapolitik.